Meinst du? Nicht wirklich. Ja, gut. Aber, vielleicht ist das alles auch nur Täuschung. Damit er jetzt... Damit alle glauben so, ah, der ist mega schlecht. Und dabei ist er dann mega gut. Und die zwei, die jetzt gewonnen haben, ne? Der ist ein Mitarbeiter von ProSieben. Die bekommen das Geld gar nicht. Nach Ende der Sendung. Ich bin gerade sehr doof. Komm hier rum. Rückwärts raus, erster Gang. Erster Gang. Rückwärts raus und dann den ersten Gang einlegen. In der Regel fährt man nämlich mit dem ersten Gang an, du Vogel. Gott. Na so. Boah, die hören sich echt eklig an, wenn die sterben, ey. Ja. Ich wollte die Sprossenheimsuchung haben. Ist vielleicht was. Ja. So. Ja, also ich würde Stefan Raab jetzt der ist im Moment nicht so, der gefällt mir im Moment auch gar nicht, wenn ich ehrlich sein soll. Der war damals mal besser. Schlimm genug, dass er dir damals gefallen hat. Ja, Zitat Ende. Weil ich das ja auch genau so gemeint habe. Ich werde von einem Bär angegriffen. Mhm. Also so von seiner Art her so. Weiß ich, TV Total fand ich in den letzten Tagen auch nicht so gut. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Sicher. Ich finde, es ist das wie immer. Er lacht als Einziger. Ja gut, das ist ja, wie schon gesagt hast, das war ja selten anders. Verstehen Sie? Man weiß es nicht. Ah, gehen wir mal die Quest ab. Ich glaube, das müsste reichen, oder? Keine Ahnung. Hast du die nee, Chance? Doch nicht. Bitte, ich... Ja, wir sind... Was brauche ich denn? Keine Ahnung. Weißt du es zufällig? Ich weiß nicht, wie es kommt, aber irgendwie nein. Fast gedacht. Dann nicht. Wenn ich will, der hat schon. Ich finde aber diesen Moderationsmenschen da nicht gut. Der Obhut war besser. Hat sich halt für mehr Geld entschieden. Der Mann. Jo. Ich finde ihn echt nicht gut. Da wärst du fast du. Naja, nicht so optimistisch, aber er ist halt nicht gut. Hast wieder Witz gemacht. Witzigen Witz. Ich diss dich 24-7. Das ist so die Art und Weise, wie man da labert, nicht wahr? Nö, das muss nicht aufhören. Haben wir uns verstanden? Nö. Denn so kommen wir nicht auf ein gutes Arbeitsklima. Das sollte dir bewusst sein. Ja, auf jeden Fall. Hatten wir das jemals? Mal. Ein Part. Ey, das geht mir jetzt auf den Sack, dass der Leute in die Map lädt. Haben wir uns einen sehr spannenden Part hier ausgesucht. Mit sehr wenig Reiten und sehr viel Action. Auf! Okay, er wollte noch mich jetzt gehen. Schweine! Weg! Liebe Schild! Du machst mich ganz kirre im Kopf. Oh, denk dir mal einen neuen Spruch aus. Du bist schuld oder du machst mich ganz kirre im Kopf? Du bist schuld, das sagst du seit 5 Jahren. Seit 5 Jahren? So lange schon? Mhm. Kennen wir uns so lange überhaupt? Jetzt hab ich dich nämlich. Ja. Er lügt. Wir kennen uns nämlich noch gar keine 5 Jahre. 2 sind lang genug, ja, oder? Das war schlimm genug. Puh. Hast du den Diss gespürt? Banditen!
Ja. Nö. Banditen! Ja! Oh! Na geht doch. Yeah. Mal sehen. Hast du auch dieses Feeling gehabt wie ich? Den Tod der Banditen. War das nicht cool? Ja. Ich komme aus dem Staunen nicht mehr raus. Hab ich mir gedacht. Ja. Ich glaube, man merkt's auch, oder? Mein Enthusiasmus. Ja, also, ganz ehrlich, ne? Ich finde, da musst du schon ein bisschen dran üben. Ja, guck mal, ne? Was? Ey, das ist doch... Wo wir, ey! Das ist so cool, was hier passiert, ne? Wir reiten. Wir töten Banditen. Also mal ganz ehrlich. Du musst mal ein bisschen mehr Freude zeigen, dass du dabei sein darfst. Okay? Ja, sorry, ich explodiere schon. Was soll ich denn sonst machen? Oh Gott. Ich kann nicht mehr für euch zeigen. Ja, ich bin da explodieren. Komm mal. Oh, nee, also du musst schon mehr Enthusiasmus zeigen. Es geht doch nicht mehr. Mehr. Du pennst doch da gar nicht. Nee. Ich bin noch nicht, ich bin hellwach. Ich guck hier und bestaune deine Künste. Schauen Sie meine Künste, mein Skill, mein Reitskill. Ja. Skill. Ja, ich bestaune deinen Anführungszeichen oben Skill, Anführungszeichen oben Skill. Nicht wahr? Anführungszeichen oben Skill. Aha. Mhm. Na dann. Ich habe einen neuen Ort gefunden, eine Malerquelle. Boah, da ist echt noch weit, ey. Und du bist schuld. Oh Gott, ist das lame. Dann gib mir doch mal einen anderen coolen Satz, den ich dir sagen kann. Was? Denk dir doch selbst einen aus. Ich krieg das aber nicht hin. Ich bin hilflos. Und nicht dir irgendwelche Sätze zu nennen. Aber ich schaff das doch nicht alleine. Das ist mir klar, dass du das nicht alleine schaffst, aber dennoch, ich bin nicht dazu verpflichtet, das doch zu tun, Tat, oder? Ich habe die vergessene Siedlung erhascht. Und ich kann wieder Banditen töten. Yeah. Immerhin passiert jetzt auch mal was. Bei mir ist es mittlerweile etwas verzögert. Hm? Du laberst was bei mir 5 Sekunden später passiert. Halt die Fresse, du doofer Idiot! Schlechte Vorstellung. Bin mal gespannt, wir müssen dann auf alle Fälle eine gute Lösung für eine FM finden. Weil ich habe die Befürchtung, dass es dann beim 3D-Spiel irgendwie verzögerte sein könnte, cool, dann wenn du verstehst. So, weißt du hast das Spiel auf. Ich kommentiere dann so, die Zuschauer sehen quasi schon 50 Minuten weiter. Da müssen wir uns das einfallen lassen. Aber wir haben ja noch ein paar Tage Zeit. Gut, dass wir das immer... Jo, am Donnerstag kommt der. Aufnehmen werden wir am Samstag, nehme ich an. Wir werden schon irgendwann aufnehmen. Habe ich? Der Samstag gesagt. Echt jetzt? Hast du. Echt jetzt? Mhm. Noch vorgestern oder so, jo. Du hast gesagt, Samstag, wenn ich vom Zeitschriftenlesen wieder weg bin. Ach, du gehst ja, ach ja, muss ja Zeitschriften lesen, ja. Schulung. Eine Schulung, ja. Da machen wir jetzt den Nick. Bitte was? Jetzt steht als nächstes an. Also, wir haben es auch gleich geschafft, die lasse ich jetzt einfach aus, jetzt reicht aber. Rams Dungeon. Haha, das hört sich so hart an. Deswegen liegt er lieber mal nicht rein. Links rum. Soll ich sagen, was das Coolste ist? Okay, dann nicht. Nö. Nein. Nach dieser kurzen Reitphase hier kommt gleich auch wieder so ein langer Dialog. Wahrscheinlich. Ich mach mal aus.
Da haben wir also die Spannung hier in die Höhe getrieben. Das Adrenalin im Körper ist gestiegen. Findest du nicht? Naja, was? Mach mir noch mehr Mut. Bitte? Blöde Kuh. Nein, jetzt wird's los. Ja, ich meine, ist doch klar, dass jetzt ein paar Dialoge wieder kommen müssen, oder? Ja, ich meine, ist ja Teil des Spiels, da kannst du ja nichts dafür. Nee, das stimmt, also ich komme da ja nicht drum rum. Ich würd's ja gern. Ich meine, die Map ist ja groß genug, da kann ja nicht jetzt hier an jeder Ecke irgendwas lauern, sonst kämst du gar nicht vorwärts. Von daher, mein Gott, was willst du machen? Zufällig, dass hier Nebel ist. Da ist wohl der Undertaker in der Nähe, oder? Insider wissen, was ich meine, aber ich glaube nicht, dass sich Insider unter einem Zuschauer befinden, oder? Oder? Es gab so vieles zu tun. Sie haben aufgehört, mir Fragen zu stellen. Ja, sie scheinen alle nur noch auf etwas Bestimmtes zu... Oh, sie stellen keine Fragen mehr, sehr gut. Hör zu, Kira. Ich musste mich auf ihre Bedingungen einlassen. Er hat einen Plan. Ich habe einen Plan. Bitte, das... Aber sie unbesorgt. ...verwendet werden. Bitte, das Relikt darf auf keinen Fall verwendet werden. Und Gandoha, der Verräter. Können wir ihm nicht trauen. Und ich habe schon gedacht, geglaubt. Du wärst bereit zu... Also... Nein, das ist gar nicht riskant.